Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play DTM Race Driver 3. Wir machen weiter. Wir machen weiter bei der Welttournee, wie immer. Und ja, das letzte Mal, die letzten beiden Folgen, die Formula 3 gemacht. Jetzt steht bevor die 1990er William, oder die Formel 1 aus dem Jahre 1990. Dazu wird gefahren in Hockenheim, Silverstone, Zandvoort und Oschersleben. Das Ziel ist, die Meisterschaft besser als einer der folgenden Fahrer zu beenden, Bobby Knight oder Melvin Stock. Ganz kurz, wieso ich die Williams fahre, weil wir die V8 Supercars schon mehrmals gefahren sind und habe ich nichts Neues zu zeigen. Und die kann man, glaube ich, kann man jetzt, ist jetzt neu und deswegen habe ich mir gedacht, wir fahren die jetzt. Das ist unser Auto, ein Williams Renault FW18 von Dynamo Motorsports. Eigentlich müsste der von Williams sein, aber okay. Ist halt alles ein bisschen unlogischer da in DTM. 750 PS hat dieses Auto. Und wir fahren als erstes den großen Preis von Deutschland. In Hockenheim. Für Verlierer haben wir keinen Platz, also sei kein Verlierer. Okay. Ich muss jetzt natürlich erstmal mich ein bisschen eingrooven mit dem Auto. Ich bin noch nie vorgefahren. Die Regeln schreiben einen Pflichtstopp in diesem Rennen vor. Okay, wir müssen dann die Box. 6 Runden ist für DTM ein richtig langes Rennen. Also längere Rennen sind wir, glaube ich, doch bei dem, bei diesen, wie hießen die, British GT, da mussten wir ja 10 Runden fahren. Und wir sind schon vor diesem zweiten Fahrer, der hinter mir sieht aus wie ein Benetton. Wow, wow. Alter. Alter. Ich habe nur ganz kurz ins Rückspiegel geschaut. Krass. Ganz genau. Das könnte nicht einfacher sein. Hol dir den Sieg. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Okay, keiner hat gesagt, dass die Meisterschaft hier einfach wird. Da war schon am Bobby Knight, sind wir schon vorbei. In diesem Rennen musst du einen Boxenstopp vornehmen. Formel 1 damals in den 90ern war ja, ich weiß nicht von welchem Jahr der Williams ist. Scheint sowas um 96 rum zu sein. Schätze ich jetzt einfach mal, oder? 97? Damon. Oh. Damon Hill so. Deine Reifen haben jetzt die perfekte Temperatur. Behalte sie bei. Bleib auf dem Asphalt, wenn du keine Strafe erhalten willst. Wow, das war knapp. Offiziell geöffnet. Komm rein, wenn du bereit bist. Wupp! Geil. Der rutscht einfach hinten weg und ist in der Wand. Einfach hinten weg, zack, drinnen. Vor allem, der ist total... Okay. Um im Rennen zu bleiben, schlechter Start. Wir sind da total ungebremst reingerauscht. Pff, wir können mal aufsteigen einfach. Okay. Das ist natürlich die Königsklasse. Denk dran, in diesem Rennen ist ein Boxenstopp vorgeschrieben. Das ist natürlich die Frage, ob das überhaupt... Entschuldigung, ich rede wenig, weil ich mich wirklich konzentrieren muss. Das ist echt nicht einfach. Natürlich ist es... wie gesagt, Formel 1 ist natürlich dann doch mal eine Klasse höher, aber... mit den Wagen aus den 80ern kamen wir ja auch damals zurecht.
wobei das ja auch schon ein paar Monate jetzt her ist. Aber soweit ich weiß, sind die Wagen hier... Also sind wir wieder neben der Strecke, da kriegen wir jetzt gleich wieder die Verwarnung. Diesmal nicht. Und der schiebt einfach. Also, ganz ehrlich, wäre ich... Okay, du kannst jetzt jederzeit an die Box. Auto gefangen. Würde ich das Auto... Wäre ich der Originalfahrer in diesem Auto, würde ich ja total ausrasten. Das ist ja grauenhaft zu fahren. Ich meine, die in jeder Kurve haben wir extremes Übersteuern. Und in den schnellen Kurven extremes Untersteuern. Die langsamen gehen gut, aber die schnellen überhaupt nicht. Das ist es. Weiter so und ein Platz auf dem Podest ist dir sicher. Da kommen wir halbwegs gut rum. Aber dann dort hinten dieser Rechtsknick ins Motordrom rein. Oder die beiden, die doppelt rechts auf Start ziehen. Geht nicht so gut. Da jetzt hier. Langsam komme ich rein. Im Motordrom übertreibe ich noch immer. Wir gehen hier weit raus. Wie in der echten Formel 1 aktuell. Nicht so weit raus, aber... Wir fahren hier überhaupt... Eigentlich darf man ja nicht mit allen vier Rädern über die weiße Linie. Da kommt der Angriff innen. Natürlich jetzt schlechtere Linie. Dadurch bricht das Auto am Kurvenausgang aus. Weil wir nicht perfekte Linie fahren konnten. Aber dafür sind wir jetzt auf Platz 2. Hey, habt ihr das gerade gesehen? Da unten auf der Minikarte war gerade einer von den grünen Fahrern zu sehen. Der scheint Vorletzter zu sein. Wir überrunden da, glaube ich, gleich. Also einer von den grünen Fahrern ist hinter uns. Auf 4? Nein, sind wir jetzt gerade doch 4? Und der andere scheint weit zurückgefahren. Oh, oder er war schon an der Box. Ich nutze jetzt natürlich den Vorteil. Kommst du niemals durch. Was ist drin? Ah, weit draußen. Auto fangen. Hab ihn gefangen. Gut, alles cool. Der wird wahrscheinlich schon in der Box gewesen sein, der eine. Jetzt ist es natürlich so, dass wir... Ja, verdammt. Jetzt müssen wir uns entscheiden, wie wir es machen. Wir können jetzt auch diesen typischen Boxenstopp machen, wo wir einfach nichts machen. Da unten haben wir ihn gerade wieder auf der Minikarte gesehen. Der fährt jetzt dann gleich ins Motordrom rein, der zweite Grüne. Wow, der fährt jetzt einfach hinten drauf. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir es? Ja, wir könnten jetzt sagen, wir holen uns neue Reifen. Dann können wir die letzten beiden Runden vielleicht nochmal richtig attacken. Oder wir lassen das pokern und tanken nur kurz nach. Weil das ist das, man muss irgendwas beim Boxenstopp machen. Wir können uns ja die Federn reparieren und ein bisschen was das Auto tanken. Und ja. Dann gleich weiterfahren, weil die KI wechselt, soweit ich weiß, immer Reifen. TTTM kostet das 10 Sekunden und der Führende fährt rein, da gehen wir mit. Wow. Entscheide dich. Okay. Keine Reifen, dann würden wir nur 2,4 Sekunden stehen, tanken tun wir noch weniger und würden so einen Formel-1-Rekordstopp im Prinzip aufstellen. Ja, gut, natürlich muss man einbrechen, dass wir eben keine Reifen, aber krass, dass hier 10 Sekunden die Reifen brauchen. Und ihr seht, der Führende, der Goldene, der von der Pole gestartet ist, stand noch immer an der Box und damit übernehmen wir die Führung. Die Fahrer vor mir zählen natürlich jetzt nicht, weil die natürlich noch nicht an der Box waren. Hoffe ich zumindest. Wenn die schon in der Box waren und jetzt führen würden, dann hätten sie, glaube ich, die... Da kommt erst der Goldene.
hätten sie wohl die beste Boxenstrategie ever praktisch gemacht. Und wenn ihr unten auf der Minikarte schaut, wie viel Platz zwischen dem goldenen und dem zweiten ist. Und dann kommt der dritte da. Grüne! Richtiges Oversteer in der Kurve gehabt. Muss mich jetzt wieder ein bisschen konzentrieren. Und nicht nur auf die Minikarte schauen. Letztes Mal hatten wir Formel 3. Da habe ich was über den Max Verstappen, den neuen Formel 1 Fahrer für. Bleib auf dem Asphalt. Du darfst die Kurven nicht so schneiden. Den 17-Jährigen da erzählt. Nur noch eine der nächste Runde Saison Junge, fahren wird. Letzte Runde. Sehr cool. Jetzt, was kann man dazu sagen? Die 90er in der Formel 1. Hat Schumacher seine ersten beiden WM-Titel geholt. Wer wird noch Weltmeister? Villeneuve. Nigel Mansell 92. Ein durchwachsenes Jahrzehnt, könnte man sagen. Senna ist ja 94 gestorben. Das war dann so, glaube ich, der Wendepunkt in puncto Sicherheit in der Formel 1. Ich weiß gar nicht, ich bin da nicht so gut mit den alten Formel 1, also ich weiß gar nicht, woher dieser Williams kommt. Das könnte genauso auch ein Williams von 93 oder 94 sein, aber für mich sieht er mehr aus nach einem älteren Williams. Aber wer das weiß, kann es in die Kommentare schreiben. Normalerweise habe ich die Autos dann immer von außen gezeigt, das kann ich aber jetzt gerade nicht machen. Jetzt muss ich nämlich schauen, dass ich hier das mache, was ich, wie Rick gesagt, am besten kann gewinnen. Wir gewinnen den ersten großen Preis von Deutschland hier in DTM. DTM gibt es ja zwei. Sehr gut. Dynamo Motorsports heißen wir, wo ist denn unser Teamkollege? Ja, geil. Richtig weit hinten. Van Venru heißt der Typ. Es gibt nur für die ersten 6 Plätze Punkte. 10, 6, 4, 3, 2, 1 muss ich mir merken. Das nächste wäre der große Preis von Großbritannien, Silverstone. Ich hänge den jetzt noch dran. Hoffe, dass das jetzt nicht wieder 11 Minuten dauert. Das fühlt sich gerade extrem komisch. Du musst in diesem Rennen an die Box. So. Fühlt sich aber gerade echt komisch, deswegen sage ich auch gerade nichts. Jetzt scheint wieder alles zu gehen. Ja, da hat gerade was nicht gepasst von der Einstellung mit meinem Lenkrad her. Und jetzt scheint es wieder zu gehen. Deine Aufhängung so. Ist leicht beschädigt. Pass von jetzt an aber auf. Es hat mich... Meine Güte, es hat mich viele Positionen gekostet. Und jetzt stehen wir natürlich wieder, was weiß ich wo. Ah, jetzt fühlt sich das Lenkrad wieder richtig an. Gerade eben hat sich das total komisch angefühlt. Ja, jetzt geht wieder alles. Aber trotzdem rutsche ich in der ersten Kurve raus. Schau, da merkt ihr dieses Understeer, das der Wagen hat. Kann ich gleich wieder neu starten, weil... Weil es einfach echt brutal schwer zu fahren ist hier. Konzentriere mich jetzt voll. Deine Reifen haben jetzt die perfekte Temperatur. Behalte sie bei. So. In diesem Rennen ist es Vorschrift, einen Boxenstopp zu machen. Okay, Entschuldigung, ich rede wenig. Es ist echt... Die Strecke ist komisch irgendwie mit dem Auto.
Weil wir so viel Untersteuern haben. Der rutscht einfach nur durch die Kurven durch. Jetzt versuchen wir ihn hier außen. Das wird nichts. Dann hängen wir uns einfach mal hier. Er bremst in der Kurve nicht. Ist ja noch das alte Silverstone, was wir hier fahren. Die Strecke wurde ja, glaube ich, was? 2009, glaube ich, umgebaut. Oder 2006. Die Boxen sind offiziell geöffnet. Komm rein, wenn du bereit bist. Sie wurde umgebaut, so. Ach Gott! Ach komm schon! Meine Güte! Ach Gott! Ja, das könnte so ein Rennen werden, wo man dann es ewig versucht und der geht schon wieder nicht um die Kurve! Meine Güte! Und schon wieder ganz hinten. Es gibt halt eh nur bis Platz 6 Punkte. Wow, der vor mir ist auch raus. Es gibt halt nur bis Platz 6 Punkte. Ist halt echt die Frage, ob man jetzt... Ist mir wieder Start besser? Nein, wieder nicht. Aber diesmal gehört mir die Innenlane. Schau mal, wieder. Ach Gott. Ob sie das dann überhaupt lohnt, dieses Rennen dann immer zu fahren, weil... Dass das lohnt sich dann nicht wirklich. Wenn ich es wirklich jetzt nicht schaffen sollte, keine Ahnung. Jetzt schauen wir erstmal, wie sich der Versuch entwickelt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier 4 Runden fahre und dann ausschalte, dann denke ich, wenn wir das in dem Rennen nicht weiter versuchen. Es zählt natürlich jeder Punkt, aber es zählt genau genommen ja auch, das ist ja das Schöne. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ha, es geht nicht um die... Es geht ja nicht um die Meisterschaft, ich muss nur mehr punkten als die beiden grünen Typen da. Das Problem ist, die liegen gerade... Geil. Die liegen gerade an 1 und 2. Und das ist nicht gut. Ach komm schon, was bist du denn für ein Lappen, dass du mir da hinten reinfährst? Ganz ehrlich. Die starten, ich meine, das ist halt schon ein bisschen krank, ja? Wenn ich zwei Fahrer schlagen soll. Und sie starten automatisch von 1 und 2. Das ist sensationell. Ich habe noch bisher keine einzige Runde jetzt hier in Silverstone geschafft. Silverstone geschafft. Geiles Auto. Geiles Auto. Fährt sich grauen. Das ist das, was ich auch schon in Hockenheim gerade gesagt habe. Und ich denke, das wird jetzt unser letzter Versuch. Jetzt ist die Frage, soll ich's? Ja, okay. Ich habe mich gerade dazu entschieden. Wir sind schon wieder 17 Minuten unterwegs in dieser Folge. Das heißt, wir werden es jetzt gut sein lassen. Beziehungsweise... Ja, genau. Also der Versuch läuft jetzt noch hier. Oh, geil. Und in der nächsten Kurve scheitert. Da ist schon, ja. Okay, dann machen wir es jetzt so. Der Versuch ist gescheitert. Jetzt mache ich was Fieses, okay? So. Besser als Bobby Knight oder Melvin Stock. Meisterschaftsrangliste. Bobby Knight hat noch keine Punkte geholt. Wo ist er gerade im Rennen? Auf 3. Dann heißt es, geht gegen Melvin Stock. Wir machen jetzt was nicht so nett ist. Ein paar Leute wissen jetzt vielleicht, was ich machen will. Das ist... Jetzt kann man natürlich sagen, du bist fies und so, aber... Ihr seht, wir haben das jetzt ohne Witz jetzt echt lang versucht und ich habe auch nicht unbegrenzt jetzt hier Zeit, irgendwie das 2000 Mal zu versuchen, ja? Ich habe auch noch was anderes zu tun und ich will auch nicht, dass die Folgen so lang dauern. Die dauert jetzt schon wieder 20 Minuten, ja? Ihr wisst, was wir jetzt machen werden. Wir werden jetzt hier warten. Und warten, bis die Führungsgruppe hier ankommt. Ja. So lange kann ich das Auto vielleicht kurz von außen zeigen. Sieht so aus. Ich kann leider keine Seitenansicht oder so machen.
Wer dieses Auto erkennt oder weiß, von welchem Jahr es das Formel 1 Auto ist, ich weiß, irgendwo aus den 90ern muss es ja sein, der kann es mir in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde mich freuen auf Rückmeldung. Und wir warten jetzt, bis das Feld hier ankommt. Uhuhu, bringen unsere Reifen natürlich auf Temperatur. Nein, das ist in dem Spiel total unwichtig. Und da kommt das Feld auch schon. So. Wo ist er denn? Da, da. Wow. Da ist Bobby Knight. Und der andere ist mir, glaube ich, hinten drauf gefahren. Wir ziehen uns jetzt das Rennen zurück und hoffen, dass er nicht gut ins Ziel gekommen ist. Knight und... Wie hieß der andere? Keine Ahnung. Trent ist jetzt vor uns. Ich hoffe, das ist nicht der. Ich glaube, ich war Knight und Stock, glaube ich. Dann wäre Knight vierter und Stock siebter. Ich gucke kurz nach. Knight und Stock. Geil. Total fies, aber... Was soll ich machen? Was haben wir noch vor uns? Die nächsten zwei Rennen, Zandvoort und den zweiten großen Preis von Deutschland in Oschersleben. Schauen wir uns nächstes Mal an. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.